Hallo zusammen, heute zeichne ich die Grundskizze einer Manga-Figur. Man beginnt mit der Kopfform. Danach zeichnet man die horizontale Mittellinie und danach eine waagerechte Mittellinie. Dann unterteilt man den unteren Teil in drei Abschnitte. Da die Figur weiblich werden soll, zeichnen wir als nächstes den Oberkörper. Weiter geht's mit dem Übergang zu den Armen, wo man sich als Hilfestellung die Gelenke und die Richtung, in die die Arme gehen sollen, einzeichnen kann. Meine Figur soll die Arme nach oben gestreckt haben. Darum zeichne ich sie so. Das heißt, dass auch die Schultern nicht natürlich weg sind, sondern dass man die auch in der richtigen Position einzeichnen muss. Weiter geht es mit der Taille und dem Übergang zu den Beinen. Da die Figur sehr gestreckt ist, wird auch die Taille nicht sehr stark reingehen. Kommen wir zu den Beinen. Bei den Beinen sind die Proportionen sehr wichtig. Die Oberschenkel sind immer etwas breiter als die Unterschenkel. Wenn man bei Beinen ganz große Probleme hat, dann kann man sich auch hier die Gelenke einzeichnen und ungefähr einzeichnen, wo die Person ihre Beine, in welcher Position sie hat. Oder man nimmt sich einfach eine Person, die freiwillig für ein Modell steht. Jetzt zeichne ich die Details vom Gesicht oder auch Händen und so. Und deute den Hals an und das Schlüsselbein. Die Augen werden innerhalb von den obersten zwei gezogenen Linien gezeichnet. Da ich gerne die eher mandelförmigen Augen und nicht diese Kulleraugen von Mangas zeichne, mache ich die jetzt. Mein Blick mit dem Kopf ist nach unten gerichtet, aber mein Blick mit den Augen geht nach oben. Da mein Charakter eher ein bisschen, naja, böse ist, zeichne ich geschwungene Augenbrauen, die herausfordernd gucken. Die Nase setze ich auf der senkrechten Mittellinie einfach nur als Strich. Den Mund lasse ich böse lächeln. Das Ohr beginnt ungefähr da, wo die Augen aufhören und hört ungefähr auf der Nasenhöhe auf. Die Haare zeichne ich später. Jetzt zeichne ich die genaue Proportion von dem Arm und gehe die Linien sauber nach. Am Ende wird alles mit dem Feinliner durchgemacht. Dann kommen wir zur Hand. Den Daumen lasse ich leicht angewinkelt und die Finger zeichne ich so von unten durchgucken, da man sie unter dem Handrücken noch sieht. Die Schulter deuchte ich auch leicht an. Und auch beim Arm aber achte ich darauf, dass der Verlauf weich übergeht in die Taille und schließlich auch in den Po. Den anderen Arm zeichne ich auch gut nach und achte auf die Gelenke, auf den Ellbogen und auf die Proportionen. Ich ziehe die Linie nicht ganz durch, da ja mein oberer Teil von dem Kopf davor noch ist. Am Ende ist die Hand. Man sieht sie nicht ganz, aber ich deute den Abgang vom Daumen an und auch den Handballen und die einzelnen Finger. Als Haare zeichne ich einfach nur schnelle, geschwungene Linien, die in eine Richtung geweht werden. Da der Wind ja nicht von überall kommt und ein leichter Wind meistens weht. Wenn ich mit dem ungefähren Grundgerüst fertig bin, zeichne ich einzelne Haare leicht nach und widme mich manchen Strähnen, die mir besonders gefallen. Den Rest kann man ja am Ende immer noch wegradieren.
So, das war's fürs Erste. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenigstens ein bisschen weitergeholfen. Tschüss.